Hallo und herzlich willkommen auf drohne-check.de. Wir schauen uns heute im zweiten Teil verschiedene Flugfunktionen der Beast-Drohne genauer an. Wir starten mit dem Follow-Me-Modus. Den Follow-Me-Modus kann man auf zwei unterschiedliche Art und Weisen einsetzen. Man kann einmal in der App ein Objekt markieren, das die Drohne dann sozusagen verfolgt. In der zweiten Stufe können wir der Drohne auch sagen, dass sie uns über das GPS-Signal folgen soll. Ich zeige euch aber im ersten Teil, ob die Drohne uns tatsächlich folgen kann, wenn wir uns selber in der App markieren. Dann bringen wir den Vogel mal zusammen in die Luft. Wenn ihr die Follow-Me-Funktion der Drohne nutzen möchtet, dann müsst ihr in die Einstellungen der App gehen und dort den Anti-Shake-Modus ausstellen. Denn nur wenn dieser ausgeschaltet ist, können wir den Follow-Me-Modus nutzen. Und den probieren wir jetzt mal zusammen aus. Go! So, heute ist es wirklich sehr, sehr windig. Deswegen wackelt die Drohne ein bisschen. Aber egal, kein Problem. So, schaut euch das mal an hier. Ach, jawohl. Sehr, sehr cool. Das macht Laune auf jeden Fall. So, und jetzt gucken wir uns das mal zusammen an hier. So, die Zielperson sollte ungefähr 2 Meter entfernt sein. Dann klappt sozusagen das Follow Me am allerbesten. Ich habe mich jetzt selber hier in der App markiert. Ich hoffe, das sieht man jetzt hier. Denn ich kann leider meinen Bildschirm der App nicht aufnehmen, weil die Drohne ja keine SD-Karte besitzt, sondern die Drohne schickt mir das Video direkt auf mein Handy. So sieht das aus. Und jetzt bewege ich mich mal ein Stück weg. So, und die Drohne bleibt erstmal stehen. Okay, ich gehe mal ein Stück höher mit der Drohne. So, zack, genau. Aber man soll ja maximal 2 Meter weg sein, deswegen gehe ich noch mal hin. So, jetzt bin ich hier blau eingerahmt. Und am besten funktioniert die Funktion, wenn das Ganze auf Rot umschaltet. So, das hat es jetzt gemacht. Ich hoffe, das sieht man jetzt hier. Genau, ich bin jetzt hier rot eingerahmt. Und jetzt versuche ich mal ein Stück zu gehen. Okay, und die Drohne bleibt trotzdem stehen. Ich gehe mal noch ein Stück. Also die Drohne behält mich im Auge, also die Drohnenkamera, aber folgt mir leider nicht. Okay, das ist schade. Ich aktiviere jetzt mal die GPS-Follow-Funktion. Und dann nehme ich mal ein Video auf. Zack. Und jetzt schauen wir mal, wie gut das Ganze jetzt hier in der Praxis funktioniert. Let's go! So, also die Drohne scheint mir zu folgen, allerdings ja relativ zaghaft. Also die Drohne kommt auf jeden Fall, allerdings hat es jetzt hier mit dem Gegenwind zu kämpfen und den Abstand, mit dem sie losgeflogen ist, hat es leider nicht gehalten. Okay, jetzt holt sie ein bisschen auf. Allerdings, ja, ist der Abstand immer noch größer als im Vergleich zu dem Moment, wo wir mit der Drohne gestartet sind. Okay. Ja, die Follow-Me-Funktion, also wenn die Drohne sozusagen der Fernsteuerung folgt, das geht so lala. Kann man zwar ausprobieren und die Drohne versucht dann auch Schritt zu halten, aber ja, ist noch nicht ganz ausgereift. Aber hatte ich jetzt auch für eine Drohne dieser Preisklasse auch nicht erwartet. Ich nehme jetzt mal 2 unterschiedliche Videos auf und zeige euch dann mal den Unterschied, wenn die elektronische Bildstabilisierung bei 4K aktiviert ist und wenn sie nicht aktiviert ist. So, jetzt bin ich hier mal ein Stück geflogen. Zack. Und jetzt schalte ich mal die Stabilisierung aus. Zack. Okay. Gespeichert. Und jetzt nehme ich nochmal ein Video auf.
drehe die Drohne mal zu mir und fliege jetzt nochmal. Und das halten wir dann gleich mal gegeneinander. Also ich muss sagen, ich sehe jetzt auf jeden Fall hier auf dem Bildschirm schon einen deutlichen Unterschied. Also als die elektronische Bildstabilisierung eingeschaltet war, das macht also, denke ich, einen sichtbaren Unterschied, auf jeden Fall. Muss ich mir dann gleich hinterher noch am PC anschauen, aber jetzt hier erstmal auf dem Display, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Auf dem Bildschirm in der App können wir außerdem noch die elektronische Zoom-Funktion nutzen. Zack, also wir können dann einfach hier mit unseren Fingern reintippen und dann sozusagen in das Bild reinzoomen. Ja, das ist ein nettes Feature. Auf jeden Fall schön zu haben. Ob das dann am Ende für anspruchsvollere Fotografen und Videofilmer nützlich ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir probieren jetzt mal den Circle Mode zusammen aus. Und wir müssen die Drohne zuerst über die Stelle fliegen, die die Drohne dann umkreisen soll. Und das habe ich jetzt hier, mich. Und jetzt werden sozusagen die Daten der Drohne übergeben. Und die Drohne fliegt dann ein Stück weg und wird sich dann drehen. Und anschließend wird sie dann um mich kreisen. So, jetzt sehe ich mich hier wieder im Bild. Und ich kann jetzt hier entweder nach links oder nach rechts über den Controller drücken. Wenn ich jetzt hier nach links drücke, dann wird die Drohne links herum um mich kreisen. Wie wir jetzt hier sehen, bin ich leider nicht mehr im Bild zu sehen. Also das Ganze funktioniert zwar in der Praxis, aber man braucht da auf jeden Fall ein bisschen Übung. Ich habe jetzt mal hier die Drohne ein bisschen weiter in die Luft gebracht. Also sozusagen, die Drohne hat an Höhe gewonnen. Und jetzt bin ich auf jeden Fall im Bild. Das muss man natürlich in der Praxis sozusagen austesten. Aber man kann damit auf jeden Fall Spaß haben. Funktioniert natürlich auf keinen Fall perfekt, wie bei etwas teureren Drohnen sozusagen. Aber so, jetzt bleibt die Drohne stehen. Und wenn ich jetzt sozusagen hier diesen kleinen Button nach rechts bewege, dann wird die Drohne mich andersherum umkreisen. Jetzt im Uhrzeigersinn, vorher war es gegen den Uhrzeigersinn. Also, das funktioniert auf jeden Fall, aber da braucht man in der Praxis auf jeden Fall ein bisschen Übung, würde ich sagen. Aber für Einsteigerpiloten eine coole Funktion und die können das da auf jeden Fall mal ausprobieren, wie sich das dann sozusagen in der Praxis anfühlt. Bei professionelleren Drohnen ist dann natürlich da die Umrundung, der Kreis, also den Kreis, den die Drohne fliegt, viel besser und sauberer. So, ich öffne hier jetzt mal die Wegpunkte-Funktion. Und leider, wie ihr hier seht, kann ich keine Wegpunkte setzen, weil ich habe auch keine Karte, wo ich jetzt hier Wegpunkte einzeichnen kann. Okay, jetzt sagt es hier Low Battery, also der Akku ist runter. Und die Drohne, seht ihr hier, die steigt jetzt auf 20 Meter Höhe. Und begibt sich zurück zum Ausgangspunkt, wo die Drohne gestartet ist. Aber die Wegpunkte-Funktion, das hat hier leider nicht geklappt bei mir. Und ich habe auch bei anderen YouTubern, die diese Drohne schon getestet haben, geschaut und die haben dasselbe berichtet. Also da wird die Karte sozusagen nicht geladen. Ja, und dementsprechend kann man natürlich auch dann keine Wegpunkte setzen. Wenn der Akku außerdem niedrig ist, kann man keine Flugfunktion nutzen. Das ist zum Schutz der Drohne. Da ansonsten natürlich passieren kann, dass der Akku runter ist und die Drohne an einem Ort gerade steht in der Luft, wo man die Drohne nicht zurückmanövrieren kann. Und das will man natürlich nicht. Und dementsprechend ist hier dieser Sicherheitsmechanismus verbaut. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. So, ich habe jetzt wieder die Return-to-Home-Funktion aktiviert. Und wir starten jetzt, ich glaube, den 7. oder 8. Return-to-Home-Test, den ich auf Video aufnehme. So, die Drohne ist hier gestartet und kommt jetzt hier
zum Stillstand und landet, naja, knapp einen Meter daneben. Das ist okay und die Return-to-Home-Funktion, das klappt in der Praxis. Wunderbar. Ich möchte noch ein kurzes Fazit zu diesem Biest hier ziehen. Das Flugverhalten der Drohne ist wirklich sehr, sehr gut. Für einen Preis von knapp 150 Euro sind die Flugeigenschaften wirklich hervorragend. Also ich kenne wenige andere Drohnen, die auch bei stärkerem Wind, ich habe euch ja vor uns auch Aufnahmen gezeigt, wo es wirklich windig war, so ruhig und entspannt in der Luft stehen. Das finde ich also wirklich klasse. Also Einsteigerpiloten, die eine Drohne suchen für diesen Preis, die ruhig und entspannt in der Luft steht, könnten über diese Drohne sozusagen nachdenken als mögliche Option. Die Fotos sind auch wirklich gut und sind für Einsteigerpiloten auf jeden Fall brauchbar. Die Videoaufnahmen in 4K sehen gut aus, werden jedoch den Ansprüchen professioneller Filmer nicht gerecht. Und wir können bei der Drohne auch in den Einstellungen nicht zu sehr am ISO-Wert und an weiteren Belichtungswerten herumspielen. Das bedeutet, dass wir an dieser Stelle auf jeden Fall etwas eingeschränkt sind. Im Reichweitentest konnten wir mit der SG906 Drohne knapp 200 Meter erreichen. Dann habt ihr vor uns gesehen, da ist dann das Bild stellenweise eingefroren in der App. Und ja, da macht es dann natürlich keinen Sinn, da noch zu versuchen, weiter wegzufliegen. Was ich an dieser Stelle aber auf jeden Fall hervorheben möchte, ist, dass die Return-to-Home-Funktion, egal ob die App eingefroren ist oder egal wie weit die Drohne von uns weg ist, das funktioniert wirklich hervorragend. Die Drohne kommt wirklich sehr schnell und entspannt immer zum Startpunkt zurück, wenngleich die Drohne nicht ganz genau immer am Startpunkt wieder landet. Also ich hatte Differenzen von 1 bis zu knapp 3 Metern vom Landingpad aus, das habe ich euch ja vor uns schon in den Videoaufnahmen gezeigt. Die Drohne bringt jede Menge Flugfunktionen mit, die ich euch ja alle vor uns vorgestellt habe. Leider funktionieren davon nicht alle gut bzw. ausreichend gut, sodass man diese in der Praxis einsetzen kann. Was funktioniert, ist der Follow-Me-Modus, wenn die Drohne unserem GPS-Signal folgt. Das funktioniert gut und das könnte man sogar in der Praxis einsetzen, wenn man sich zum Beispiel mit dem Auto oder mit dem Fahrrad filmen lässt. Viele weitere Flugfunktionen haben aber leider nicht funktioniert. Dazu gehört zum Beispiel die Wegpunkte-Funktion. Ihr habt ja vor uns gesehen in der App, wenn ich auf die Karte klicke, da erscheint keine Karte. Und ich kann dann auch sozusagen auch keine Wegpunkte einzeichnen, die die Drohne dann sozusagen hinterher verfolgen kann. Das funktioniert nicht. Es funktioniert außerdem nicht, wenn wir den Follow-Me-Modus nutzen und die Drohne sozusagen uns mit der Kamera aufnimmt, filmt bzw. spottet. In der App, da wird um uns ein blauer Rahmen rumgezogen. Und wenn dieser Rahmen sich auf rot umstellt, dann sollte die Drohne uns eigentlich verfolgen. Und das hat aber leider, zumindest bei mir, nicht geklappt. Also die Drohne ist dann einfach an Ort und Stelle stehen geblieben. Und in der App habe ich zwar auch gesehen, wie sie sozusagen mich weiter verfolgt hat, die Kamera, aber die Drohne hat sich dann nicht von Ort und Stelle bewegt, sondern ist dann einfach ganz entspannt an Ort und Stelle stehen geblieben. Das funktioniert nicht. Was ich an der Drohne außerdem nicht so schön finde, ist, dass die Foto- und Videoaufnahmen direkt an unser Handy geschickt werden. Also wir haben hier keine Möglichkeit, eine SD-Karte einzusetzen, wo dann die Fotos und Videos abgespeichert werden. Das hat mir nicht so gut an der Drohne gefallen, dass sozusagen sehr viele Flugfunktionen in der Praxis nicht das machen, was sie eigentlich sollten. Was ich aber auf jeden Fall sehr gut finde, ist die Flugzeit. Der Hersteller hat zwar eine Flugzeit von 25 Minuten angegeben, aber ich konnte in der Praxis eine Flugzeit von knapp 21 Minuten erreichen. Ich empfehle euch an dieser Stelle, falls ihr euch die Drohne kaufen wollt, dann kauft direkt ein oder zwei Zusatzakkus dazu, denn dann habt ihr eine Flugzeit. Wenn ihr 3 Akkus insgesamt habt, könnt ihr mit der Drohne ganz entspannt eine ganze Stunde in der Luft bleiben. Und da kann man mit der Drohne auf jeden Fall schon viel Spaß haben. Insgesamt bin ich mit der Drohne, auch wenn viele Flugfunktionen in der Praxis nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten, zufrieden. Warum bin ich zufrieden? Weil die Drohne kostet nicht mal 150 Euro und bringt ein sehr, sehr gutes, stabiles Flugverhalten mit. Und besonders Einsteigerpiloten können mit diesem Modell mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, eine Drohne zu fliegen, die wirklich ein sehr stabiles Flugverhalten mitbringt. Weiterhin funktionieren die Sicherheitsfunktionen wirklich sehr gut. Die Drohne kommt selbstständig an Ort und Stelle zum Startpunkt zurück, wenn man es der Drohne befiehlt. Und wenn der Akku runter ist, habt ihr ja vor uns gesehen,
dann bekommen wir einen Piepton zu hören. Das weist uns darauf hin, dass der Akku leer ist. Und die Drohne kommt dann auch sofort immer selbstständig zum Startpunkt zurück. Und das funktioniert wirklich jedes Mal sehr gut. Also Einsteigerpiloten können sich auf die Drohne auf jeden Fall verlassen. Für alle Piloten, die sehr großen Wert auf perfekt funktionierende Flugfunktionen legen, die sind mit dieser Drohne nicht gut bedient. Die sollten sich nach anderen Modellen umschauen. Wenn du diese Drohne kaufen möchtest, dann zeige ich dir, wo es einen sehr guten Preis für diese Drohne auch mit 2 oder 3 Zusatzakkus gibt. Klicke dazu einfach auf den Link, der sich unter dem Video in der Videobeschreibung befindet. Falls du Fragen zu dieser Drohne hast, zu Elektrorollern, Actioncams oder auch zu Hoverboards, lass mir gerne einen Kommentar da unterhalb des Videos. Ich helfe dir sehr gern weiter. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst und ganz, ganz wichtig, bam! Drück außerdem auf die Glocke, damit du auch eine neue Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.